Elli Berger bringt ihre Mutter Magda in die Gemeinschaftspraxis, denn die hat ständig neue Verletzungen, die sie jedoch herunterspielt. Es wird sich noch herausstellen, dass die 63-Jährige ihrer Tochter ganz bewusst etwas verheimlicht. Nee, ich kann jetzt nicht. Nein, jetzt gerade nicht, nein. Mama, ist alles in Ordnung? Also, dass sie sich eben sogar schon beim Beugen fast verrenkt hat, ist sehr merkwürdig. Also, meine Mom ist eine unglaublich taffe Frau. Die hält wirklich einiges aus. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie anscheinend in letzter Zeit öfter so kleine Verletzungen hat. Was ist denn passiert? Ach, gar nichts Wichtiges. Mir ist ins Handy gefallen. Ich habe mich gebückt. Und da hat es mir ein bisschen in den Rücken gezogen. Also genau, ursprünglich ist mir wegen dem Handgelenk hier. Also das ist heute Morgen. Das haben Sie selbst verbunden? Ja, meine Tochter. Ja, dann weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was ist mit dem Handgelenk passiert? Ja, nichts Wichtiges. Ich habe mir halt nur wehgetan. Ja, so ganz von alleine geht es ja auch nicht, ne? Du hast doch Schmerzen. Ja. Man sah schon, wie sie reinkam. Dass sie ja, so ein bisschen, natürlich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen im Rücken getan, gezogen hat halt. Ein bisschen, ja. Wobei ist das? Ist das Handy hingefallen. Sie hat sich gebückt und hat anscheinend reingeschossen. Ja, aber sie übertreibt halt auch gerne. Von der Erzählung, von der Anamnese, wie diese Rückenschmerzen passiert sind, durch ein plötzliches Bücken nach einem Handy, das spricht sehr stark für die Diagnose Lumbago oder im Volksmund Hexenschuss genannt. So äußerlich sieht das Handgelenk schon mal gar nicht so schlecht aus. Diese leichte Rotfärbung, die kann mal passieren. Gar nicht so schlimm. Die ist manchmal vielleicht sogar vom Verband. Die drehen mal das Gelenk ein bisschen. Mama, du hast doch Schmerzen. Ach, hör auf jetzt, Elli. Ja, ein bisschen tut halt. Ich bin halt keine 20 mehr, Elli. Ja, das kann es ja trotzdem nicht sein. Okay. Das sieht also auf jeden Fall nicht nach einem Bruch aus. Das ist schon mal das Wichtigste. Und diese Rückenbeschwerden würde ich im Moment jetzt auch einordnen als eine Lumbago, also dieser berühmte Hexenschuss. Okay. Meistens ist das in 1-2 Tagen wieder weg. Vorher muss man da gar nicht viel machen. Wenn Sie irgendein Schmerzmittel zu Hause haben, kann man das noch zusätzlich nehmen. Gut. Ach, du machst dir viel zu viel Sorgen. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich habe das Chaos gesehen, was bei dir zu Hause ist. Was ist denn los? Was für ein Chaos? Was meinst du? Na, ich habe das Verbandszeug habe ich ja auch nicht gefunden. Bei dir ist alles total drunter und drüber. Sag mal, kontrollierst du mich in irgendeiner Form oder was? Nein, ich habe es doch nur zufällig gesehen, als ich das Verbandszeug gesehen habe. Du hast zufällig gesehen. Ich habe gesehen, dass bei dir momentan schon lange nichts mehr gemacht wurde. Mama. Weißt du was, Elli? Dieses Gedön mit dir, ne? Dieses mir hinterher schnüffeln und sowas. Ich alles. Schnüffel kann dir ich nicht überhaupt hinterher. Gar nicht mehr. Also Mama, das steht mir eindeutig zu weit. Ich weiß schnüffel du, dir doch ich bin doch kein kleines Kind mehr. Was, du behandelst mich wirklich so. Na, ich mach mir doch keine Mama! Glücklicherweise erlebe ich das nicht so häufig, dass Angehörige sich vor meinem Schreibtisch streiten. Aber manchmal in so Notfallsituationen kommt vielleicht ein wenig mehr Stress und Spannung auf. Da erlebt man es dann schon. Aber dass die Patientin fluchtartig nahezu den Raum verlassen hat, das war natürlich sehr unglücklich. Ich komme auch gar nicht mehr an sie ran. Es geht so weit, dass ich vor der Tür stehe und klingel und sie macht mir gar nicht auf. Also und das ist für Sie neu, die Erfahrung? Dass sie mir aus dem Weg geht schon, ja. Das Ganze spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass man vielleicht auch professionelle psychologische Hilfe braucht. Ja, ne? Von wegen psychischer Komponente. Meine Eltern haben sich vor einem Jahr getrennt. Und sie hat auch seitdem extrem abgenommen. Mhm. Also wirklich. Meine Mom war sogar übergewichtig. Okay, das ist ja auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Und ich glaube, dass gut, mit der, also die psychologische Komponente können wir nicht über sie hinweg bestimmen. Ja. Nicht? Das müsste man irgendwie bei Gelegenheit vielleicht nochmal ansprechen. Aber vielleicht wäre es gut, wenn wir denn als ersten Schritt zumindest erstmal eine Blutuntersuchung haben. Mhm. Ja, vielleicht ist sie dazu bereit. Mhm. Wenn sie da ein bisschen mithelfen, okay. Dann sehen wir uns nach den Blutergebnissen weiter und dann kommen wir peu à peu an die psychologische Komponente ran. Die 33-jährige Elli kann ihre Mutter Magda schließlich zu einer Blutabnahme überreden. Und dabei wird noch Erschreckendes herauskommen. Am Nachmittag hat Ronja Brabeck ein Beratungsgespräch bei Gynäkologin Dr. Franziska Schumann. Die 44-Jährige hat einen neuen Partner und sucht eine geeignete Verhütungsmethode.
Doch schon bald soll der Fokus der Ärztin auf deren 17-jähriger Tochter Charlie liegen. Gut, dann würde ich sagen, dann weiß ich wenigstens Bescheid. Dann machen wir sowieso noch mal einen Termin. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja. Könnte ich vielleicht kurz auf Toilette? Ja, natürlich. Weil wir waren unterwegs und... Selbstverständlich. Ja, super. Ne? Bis gleich. Ich will so lange hier bleiben. Ne? Wie heißt du? Charlie Brabitsch. Im Gespräch mit meiner Patientin fiel mir auf, dass ihre Tochter etwas nervös war und es wirkte so, als hätte sie Beschwerden, denn sie rutschte so auf dem Stuhl hin und her. Und als die Mutter den Raum verlassen hatte, hat sich die Tochter auch geöffnet. Alles okay bei dir? Ich hab halt, naja, nicht ganz. Ich hab irgendwie so ein Jucken da unten. Es juckt ganz doll. Im Vaginalbereich? Ja. Ist das ganz neu? Seit wann hast du das denn? Seit ein paar Tagen schon. Soll ich nicht einfach mal schauen eben, ob da irgendwas ist, was auffällig ist? Ja, so unbedingt sein muss. Ja. Dann geh einmal kurz hinter den Paravar, mach dich mal untenrum frei. Es gibt ganz verschiedene Ursachen, die zu einem vaginalen Juckreiz führen können. Das kann ein neues Waschmittel sein oder zum Beispiel ganz neue Unterwäsche, aber auch eine trockene Scheide, Medikamente oder auch eine Geschlechtskrankheit können zu einem Jucken führen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Das ging ja schnell. Ja, ich bin schnell beeilt. Wo ist denn Charlie? Ist sie schon weg? Nein, sie ist hinter dem Paravan. Wieso? Was ist denn passiert? Charlie? Ist alles okay bei dir? Mama, bitte geh raus. Was ist denn? Willst du dich untersuchen lassen? Ich kann doch bleiben. Ist doch nicht schlimm. Mama, bitte geh raus. Wieso denn? Was ist denn da? Was ist denn dein Problem? Aua! Mama, bitte geh raus! Frau Rabitsch, ich hole Sie gleich dazu. Gehen Sie bitte besser mal raus. Ich mache eine kleine Untersuchung. Ja? Und dann hole ich Sie dazu. Was ist? Ich bin draußen, ja? Also, dass meine Tochter mich rausgebeten hat, das macht mich wirklich sehr traurig. Weil schließlich waren wir immer ehrlich aneinander. Und ich verstehe nicht, wieso sie mir nicht vertraut. Ich blute. Ach je, setz dich mal ganz schnell dahin. Jetzt ganz platzig, aus dem Unterleib. Ich habe mich blutig gekratzt. Charlie muss so einen schlimmen Juckreiz haben, dass sie sich sogar schon blutig gekratzt hatte. Das sah erst mal schlimmer aus, als es dann tatsächlich war. Aber trotzdem muss man die Ursache hierfür finden. Es ist geschwollen, gerötet und es blutet von der Kratzstelle. Du ziehst dich an und ich schaue mir das jetzt unter dem Mikroskop mal an. Ich habe einen Abstrich genommen und diesen sofort unter dem Mikroskop angesehen. Denn ganz häufig ist eine Scheidenentzündung durch Pilze hervorgerufen. Und das kann man direkt sehen. Ich sehe hier keine Pilzsporen. Also, das können wir schon mal ausschließen. Aber das andere Röhrchen geht auf alle Fälle ins Labor, Charlie. Ich habe einen weiteren Abstrich ins Labor geschickt, habe noch eine Blutabnahme veranlasst und dir eine Salbe gegen den Juckreiz verschrieben. Ich habe Charlie Blut abnehmen lassen, um zu sehen, ob sie eine Infektion und erhöhte Entzündungszeichen im Blut hat. Genauso kann man sehen, ob sie eine HPV-Infektion hat. Hast du schon die ersten sexuellen Kontakte? Hast du einen Freund vielleicht? Nein. Sicher nicht. Weil es kann natürlich auch sein, dass es durch den Sex oder durch möglicherweise auch Geschlechtskrankheiten so Veränderungen geben kann. Das glaube ich jetzt nicht, aber man muss an alles denken. Ne? Deswegen schicken wir es auch ins Labor. Ich möchte eine Blutuntersuchung. Und hast du das schon mal gehört, die HPV-Impfung? Das ist das humane Papillomavirus. Da werden die jungen Mädchen und auch jetzt seit einigen Jahren die Jungs werden ja zwischen 9 und 14 Jahren in der Regel geimpft dagegen. Das sind zwei Impfungen, damit sie später keine Krebserkrankung im Unterleib bekommen. Die Impfung hast du nicht gekriegt. Bist du sicher? Da soll ich nochmal die Mama gleich fragen? Nee, bitte. Bloß meine Mutter nicht. Weil das würde ich im Blut dann auch nochmal kontrollieren. Das war da auch keiner, ne, von diesem HPV-Virus. Charlie, sollen wir nicht doch deine Mutter dazu holen? Ja, okay. Charlie springt über ihren Schatten. Doch warum ist die 17-Jährige so zurückhaltend? Ronja wird schon bald völlig Unerwartetes von ihrer Tochter erfahren. Erstmal zur HPV-Impfung. Ne? Das haben Sie sicher auch mal gehört. Das haben, genau. Hat sie noch nicht. Sie ist 17. Das können wir aber jederzeit nachholen. Wäre ja auch, das ist auch wichtig. Also vor dem ersten sexuellen Kontakt doch sehr zu empfehlen. Danach habe ich eben auch gefragt. Das war jetzt sehr unangenehm, weil es kann natürlich auch manchmal durch Geschlechtsverkehr was übertragen werden. Ne? Okay. Geschlechtskrankheiten, ne? In diese Richtung. Und das hast du Sex? Hast du einen Freund?
Mama, bitte rede nicht über Sex mit mir, bitte. Das ist doch was ganz Natürliches. Also für dich vielleicht. Ich bin nicht so offen wie du. Es ist doch nicht schlimm. Charlie, ich bitte dich. Gut, dann verbleiben wir so. Wir sehen uns in ein paar Tagen noch mal, Charlie. Genau, ja. Dann machen wir das so. Die Salbe bis dahin. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass es auch wirkt. Und, aber Gott sei Dank ist es jetzt nichts weltdramatisches. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Nein, brauchen Sie nicht. Hat Charlie doch einen Freund und verheimlicht es ihrer Mutter? Die 17-Jährige wird noch in Erklärungsnot geraten und ein überaus pikantes Geheimnis lüften müssen. Eine Woche später bringt Steuerfachgehilfin Ellie ihre Mutter Magda erneut in die Praxis. Die 63-Jährige hat heute eigentlich einen Termin, um das Ergebnis der Blutuntersuchung zu besprechen. Doch sie hat sich erneut verletzt. Bitte, hier sind noch wenigstens die Krücken. Ich brauche keine Krücken. Ellie, wirklich nicht. Ich bin keine alte Frau. Hallo, Frau Berger. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ach, nichts Schlimmes. Ich bin ein bisschen umgeknickt halt. Ja, da kommt der Dr. Skopin, der kann sich das ja dann gleich mal angucken. Bernhard, die Frau Berger ist noch mal da. Frau Berger. Ja, hallo, Herr Doktor. Und die aufmerksame Tochter, hä? Ja. Was ist passiert? Tochter, ich bin ein bisschen umgeknickt mit dem Fuß. Das wollen wir röntgen. Mach ruhig beide Sprunggelenke. Mhm. Ich habe da eine gewisse Idee und auch eine gehaltene Aufnahme dazu, ne? Ja, das Ganze passt so ein bisschen zu den Blutergebnissen. Das müssen wir dann, wenn das Röntgenbild fertig ist und ausgewertet ist, nochmal besprechen. Ich habe die Röntgenaufnahmen, die etwas aufwendigen Röntgenaufnahmen veranlasst, weil in dem Lebensalter eine Verletzung häufiger mit einer Fraktur einhergeht. Dann war auch ein recht auffälliger Bluterguss dabei. Und zudem wusste ich auch von Ihren pathologischen Blutergebnissen. Erstmal eine gute Nachricht, es ist nichts gebrochen. Ja, okay. Es ist auch kein Hinweis durch diese gehaltene Aufnahme, die wir gemacht haben, für eine stärkere Bandverletzung. Das wird sicherlich eine gewisse Verstauchung sein, aber irgendeinen Hinweis für ein gerissenes Band haben wir nicht. Ich habe beide Sprunggelenke aus diesem Grund zum Vergleich gemacht, aber auch, und da kommen wir jetzt ja, zu dem nächsten Thema, zu dem Thema Blutuntersuchung. Die Blutuntersuchungen waren für ihr Lebensalter insgesamt sehr gut, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme, die hat mich beschäftigt, die hat mich sehr beschäftigt, weil sie haben einen sehr ausgeprägten, sehr starken Vitamin-D-Mangel. Und bei so einem Vitamin-D-Mangel muss man an die sogenannte Osteoporose denken. Und diese Osteoporose betroffene Patienten haben leider die Neigung, sehr schnell auch mit relativ geringem Trauma sich einen Bruch zuzuziehen. Deshalb war ich wusste ja von diesem Bild, von diesem Blutbild. Deshalb habe ich ja gleich diese beiden Seiten von dem Sprunggelenk veranlasst, weil ich da auch gehofft habe, vielleicht im Röntgenbild schon Osteoporosezeichen zu sehen. Das ist es nicht. Dieser Hexenschuss, Lumbago, nicht? Diese Wirbelsäulenproblematik, da steckt auch nicht selten mal bei einer Osteoporose auch ein Knochenbruch des Wirbelkörpers dahinter. Ne? Wir haben wahrscheinlich in Deutschland über 6 Millionen Menschen mit einer Osteoporose. Dabei steckt natürlich auch eine ausgesprochen hohe Dunkelziffer dahinter. Das allermeiste sind die primären Osteoporosen, die mit dem höheren Lebensalter einhergehen. Vitamin-D-Mangel ist ein weiterer Grund, aber schon sehr selten. Und Vitamin-D wird durch Sonneneinstrahlung gebildet. Deshalb kann man einen Vitamin-D-Mangel auch damit provozieren, indem man zu wenig Sonnenlicht bekommt. Da müsste man eventuell noch ein MRT. Das Mindeste, was ich haben möchte, ist eine Knochendichtemessung. Ja. Nee. Ach, da brauchen wir doch nicht noch mehr. Nee, ich kann Sie da auch ein bisschen unterstützen. Ich kann versuchen, einen Termin auszumachen. Das ist ein guter Freund von mir, Radiologe. Das ist eine Untersuchung, die 10, 12, 15 Minuten dauert. Das ist nicht mehr das Ding. Wir sind doch schon mal hier, wir machen das jetzt. Ja.
Ich sag mal. Also ich finde, du solltest jetzt erstmal gehen und deine Kinder aus der Schule holen und das, ich mach den Rest, kann ich alles alleine jetzt schaffen, Elli. Das mache ich nicht, das macht Matthias. Ich sag schnell Bescheid. Ach Gott, du machst wieder einen Aufstand. Magda macht sich offenbar keine großen Sorgen um ihre Gesundheit und möchte keine weiteren Untersuchungen durchführen lassen. Es kann aber auch sein, dass sie Angst vor einer lebensverändernden Diagnose hat oder sie weiß längst, dass sie krank ist. Allgemeinmediziner Dr. Bernhard Skupin redet der 63-Jährigen noch einmal ins Gewissen. Vor dieser Untersuchung brauchen Sie auch keine großen Bedenken zu haben. Das ist eigentlich A, von der Strahlenbelastung harmlos, geht relativ schnell und wir wissen dann sehr viel mehr. Ja, okay, aber das ist es ja auch nicht. Wie bitte? Das habe ich jetzt. Da steckt ja noch eines andere hinter. Das ist nicht alles. Magda will nicht ganz mit der Sprache herausrücken. Sie lässt sich aber auf eine weitere Untersuchung ein. Dr. Bernhard Skupin versucht deshalb telefonisch einen Termin für die Frührentnerin bei einem befreundeten Radiologen zu bekommen. Ja, tut mir leid. Der gute Kumpel von mir, der Radiologe, hat Betriebsurlaub. 14 Tage. Und können Sie natürlich theoretisch in einem anderen Institut das machen? Ja. Klar, ich kann. Mama, ich mach das. Pass doch auf. Ja. Nein. Ja? Was für eine Kellerwohnung? Meine Mutter ist gerade beim Arzt. Die wird sich zurückrufen, ja? Alles klar. Danke, tschüss. Ja, ich muss vielleicht mal mit dir reden. Ich glaube, dass wir das jetzt hier nicht so in der halböffentlichen Situation machen. Ja, also anscheinend ist es ja so, wie das in dem Telefonat diskommuniziert wurde mit dem Herrn am anderen Ende der Leitung, dass meine Mama den Keller vermietet. Das ist neu für mich, ja. Das wusste ich noch nicht. Was denkst du denn? Der Papa ist weg? Und ich stehe da als Rentnerin in meinem Alter, ich kann nichts mehr machen, ich habe keinen Job. Meinst du, wo das ganze Geld herkommt? Ich weiß gar nicht, wie ich das Haus noch halten soll. Ich habe renoviert, ja, ich habe tapeziert. Weil Sie den Keller vermieten wollen? Ja, ich möchte den Keller vermieten, damit irgendwie Miete reinkommt. Ich muss da irgendwo von leben. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Mama, du bist doch nicht alleine. Ich bin noch da. Ja, du bist da, aber du hast deine Kinder und deinen Mann und... Die können auch helfen. Als ich jetzt hörte, dass die doch recht zarte und immerhin über 60-jährige Mutter selbstständig und alleine den Keller renoviert hat, da ergaben die Vielzahl von den kleinen Verletzungen eigentlich einen Sinn. Und das hatte wohl da die Ursache. Und die Osteoporose ist für mich dann so ein bisschen aus dem Blickpunkt zunächst rausgerückt. Ich glaube, wir können wirklich jetzt diese 14 Tage abwarten. Diese Knochendichte-Messung, die möchte ich schon haben. Mhm. Ja? Okay. Und zusätzlich brauchen Sie eine Vitamin-Substitution. Vitamin D müssen Sie jetzt nehmen, regelmäßig. Ja? Und gleichzeitig unbedingte Schonung. Ganz wichtig, das, was Sie gemacht haben, ist für Ihr Körper zu viel gewesen. Ganz klar. Bei der Knochendichtemessung stellt sich heraus, dass Magda nicht unter Osteoporose leidet. Tochter Elli kümmert sich nun gemeinsam mit ihrem Mann um die Renovierung der Souterrain-Wohnung im Haus ihrer Mutter. Die 63-Jährige kann diese nun vermieten und ohne Geldsorgen in ihrem Haus wohnen bleiben. Ist es besser geworden mit den Beschwerden? Mir geht schon besser, aber es juckt noch ein bisschen. Ja, etwas besser. Ja. Also wir haben einen Abstrich gemacht. Hier konnte ich ja schon nichts sehen. An meinem Mikroskop, das war in Ordnung. Und auch vom Labor, da haben wir natürlich noch ein paar Sachen mehr abgeklärt. Das war alles unauffällig. Also da hatten wir keine Viren oder Bakterien. Und wir hatten ja auch noch Blut bei dir abgenommen. Aber das war auch alles so, wie es in deinem Alter sein sollte. Also hier haben wir, da habe ich dann auch für dich, die könnt ihr mit nach Hause nehmen, haben wir die Sachen. Aber sag mal, wenn das jetzt nicht besser ist, Charlotte, soll ich mir das dann nicht doch noch mal anschauen?
Ich kann auch rausgehen, das ist überhaupt kein Problem, Schatz. Das mache ich. Wirklich, Mutti? Ja, klar. Ich bin diesmal freiwillig rausgegangen, weil letztes Mal habe ich gemerkt, dass sie ja nicht so offen und ehrlich war. Und ich möchte, dass sie mir wieder vertraut. Und von daher bin ich rausgegangen, dass sie mit der Ärztin ehrlich drüber reden kann, was wirklich das Problem ist. Es bröckelt so. Es bröckelt? Ja. Aber nicht Blut, sondern wie sieht das aus? Ist das weiß? Weißlich? Ja. Kurz vor der Untersuchung berichtete mir Charlie von einem bröckeligen Ausfluss. Das ist eigentlich typisch für eine Pilzinfektion. Die hatte ich aber ausgeschlossen. Bei der Untersuchung entdeckte ich dann was, was so gar nicht in die Scheide gehörte und mich sehr überraschte. Was ist das denn? Das ist ja ungewöhnlich. Charlie berichtete dann etwas schüchtern von ihrer ersten sexuellen Erfahrung mit ihrem Freund und es war ihr doch sichtlich unangenehm, auch vor der Mutter offen zu sprechen. Charlie fühlt sich durch die offene Art ihrer Mutter eingeschüchtert. Die 17-Jährige hat ihr deshalb auch nicht erzählt, dass sie bereits einen Freund hat. Dem Mädchen ist es immer noch unangenehm, über Intimes zu sprechen. Doch dann traut sie sich schließlich doch. Schatz, ich habe meine erste Erfahrung gesammelt. Und wie erste Erfahrung? Ich wollte es mit meiner Freund halt, wir wollten es halt langsam angehen. Ist doch schön, hattet ihr Sex? Ist doch was Schönes. Können Sie es bitte meiner Mutter sagen? Ich schaff das nicht. Ja, da ist mir was aufgefallen, was da normalerweise nicht hingehört. Was denn? Was Schlimmes? Nein, es ist nichts Schlimmes. Okay. Es war ein Stück Banane. Meine Patientin hatte versucht, mit einer Banane ihre Scheide zu weiten, weil sie Probleme beim Geschlechtsverkehr hatte. Das ist natürlich eine total absurde Idee und das sollte man wirklich nicht nachmachen. Der junge Mensch beim ersten Mal, es wird ja viel experimentieren. Jetzt ist es halt eine Banane. Sie weiß ja, glaube ich, dass es nicht mehr macht, weil es bringt auch nicht. Ne? Ich denke mal, dass hier viel wichtiger ist das offene Gespräch, auch mit dem Partner, ne, was man mag und was man nicht mag. Weil ich denke mal, sie ist jung, sie ist eine gesunde junge Frau und sie hat da kein organisches Problem. Und die Scheide macht bei der Untersuchung auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie anatomisch zu eng ist. Ich glaube, sie hat sich einfach im Ganzen verkrampft, ne? So wie ihr jetzt auch was Unangenehmes. Aber ich glaube, die Charlotte redet da mal mit dem Freund und vielleicht auch jetzt mit der Mutter. Mach mir auch bitte keinen Druck damit. Das tut mir auch leid. Das tut mir auch leid. Und ich hoffe, dass wieder alles in Ordnung wird, okay? Ja, ich hoffe es auch. Ich meine, ich habe dich doch lieb. Ja, ich dich doch auch. Bist doch meine Mutter. Charlie hatte tatsächlich mit einer ungeschälten Banane experimentiert, was zu den Hautirritationen und dem Juckreiz geführt hat. Die Beschwerden klingen nach und nach ab. Mutter Ronja hat den Freund ihrer Tochter mittlerweile kennengelernt.